Dann kommen wir zum großen Thema in dieser Länderspielpause. Das ist dann klar, der Name sagt schon, die DFB-Mannschaft. Die startet ja gegen die Niederlande am Sonntag in die EM-Quali, also Auswärtsspiel gleich mal in Amsterdam. Und in früheren Zeiten, da war das ein absolutes Top-Duell. Aktuell, wenn wir genau sind, zeigt sich eher eines der beiden Teams von seiner besten Seite. Und das ist die Seite des Gegners. Also die sind da schon im Thema Umbruch einen Schritt weiter. Beim DFB ist das eher noch ein großes Experiment. Nanu, wer ist das denn? Schon wieder ein neuer Youngster beim DFB? Nein, nein. Die Namen der Nationalspieler kennt man natürlich schon noch. Trotzdem, der DFB befindet sich im Neuaufbau. Umbruch, das große Schlagwort. Es wird auch alles seine Zeit brauchen. Ich denke, wir haben jetzt viele junge Spieler auch dabei, auch dazu bekommen. Und sowas muss ich auch erstmal finden. Der Gegner hat das schon durch. Die letzten Jahre liefen die Niederlande der Musik hinterher. Inzwischen die Elftal wieder erstarkt. Mit klarem Vorsprung gegenüber dem DFB. Wenn man die Holländer in den letzten Jahren beobachtet hat, dann haben sie diesen Prozess schon ein bisschen früher verstanden mit den jungen Spielern. Und sie haben viele gute junge Spieler in ihren Reihen, aber auch ein paar Spieler, die auch älter sind und die gefestigt einfach sind. Und sie haben momentan eine sehr gute Mischung. Diese Mischung sucht jetzt auch Deutschland. Bei all den jungen Talenten und aussortierten Allstars braucht es neue Spieler, die die Führung übernehmen. Spieler wie Marco Reus oder Leon Goretzka. Um wirklich authentisch vor eine Mannschaft zu treten und das Wort zu erheben, musst du auf dem Platz so ein Stück weit mit Leistung vorangehen und auch konstant deine Leistung bringen. Und wenn man das hat, dann kann man anfangen, auch neben dem Platz anfangen, Führung zu übernehmen. Und das ist meine Auffassung eines Führungsspielers. Und auf mittelfristig sehe ich mich schon in der Lage, so eine Rolle zu übernehmen. Mittelfristig klingt gut, schnell wäre besser. Bei einer Pleite gegen die Niederlande werden die 2,5 Monate bis zum nächsten Quali-Spiel ungemütlich. Ein Erfolg wäre ein erster Schritt, um 2018 als Momentaufnahme ins DFB-Fotoalbum abzulegen. Auch wenn das in der deutschen Fußballerseele wehtut, was ich jetzt sage, die Holländer sind uns definitiv einen Schritt voraus. Der Umbruch hat da schon begonnen mit Ronald Koeman im letzten Jahr. Viele verdiente Spieler wurden nicht mehr nominiert, die Jungen wurden rangelassen und deswegen hat man jetzt bereits eine eingespielte neue Mannschaft. Marco Reus hat das so kommentiert, die Holländer haben den Prozess früher verstanden. Indirekt eine klare Kritik am Bundestrainer und am verspätet eingeleiteten Umbruch. Für Sie vor Ort in Wolfsburg, Marc Behrenbeck, Sky Sport News HD. Das Spitzenspiel in Amsterdam, die Niederlande gegen Deutschland, parallel noch Nordirland gegen Weißrussland. Und das ist der Tabellenstand. Die Niederlande und die Nordiren haben gewonnen. Übrigens, die ersten beiden qualifizieren sich direkt für die Euro 2020. Das sollten die Deutschen bitte schaffen, ob vor oder hinter den Niederlanden. Und dann geht es erst im Juni weiter. Wieder ein Auswärtsspiel für Joachim Löw und sein Team in Borisov. Gegen Weißrussland. Das ist mal so der Fahrplan. Es gab ja dann noch dieses Länderspiel gegen Serbien und dabei die rassistischen Vorfälle gegen die deutschen Nationalspieler Leroy Sané und Ilkay Gündoğan. Inzwischen haben sich drei Männer der Polizei gestellt. Sie sollen zwischen 30 und 40 Jahre alt sein. Und diesen Männern droht im schlimmsten Fall eine Anklage wegen Volksverhetzung. Also mich persönlich habe mir das Video auch angeguckt, was da entstanden ist und es hat mich schon sehr bewegt und so ein Stück weit auch entsetzt, die Szenen, die er da beschrieben hat. Und ich denke, da sollte man auch mit aller Entschiedenheit gegen vorgehen. Wie Sie gerade richtig gesagt haben, bin ich auch ein Kind des Ruhrgebiets, wo man auf die Frage der Nationalität oft mit Schalke, Dortmund oder Bochum antwortet. Und ich glaube, wir als DFB haben auch schon oft genug betont, dass wir für Vielfalt stehen und Integration eigentlich kein Thema ist, sondern eine Selbstverständlichkeit. Und deswegen ist das mit Sicherheit etwas, womit man auch aktiv gegen vorgehen sollte. Und auch, er hat ja eine Szene beschrieben, dass eben nicht wirklich jemand das Wort dagegen ergriffen hat. Und da kann ich nur alle aufrufen, mit viel Mut dagegen vorzugehen und solche Leute eben auch in die Schranken zu weisen. Dann kommen wir noch mal zu dieser Umbruchsgeschichte. Der ist ja auf jeden Fall eingeleitet beim DFB. Die jungen Spieler, die stehen auf dem Prüfstand und mit ihnen auch die Jugendarbeit im deutschen Fußball. Freiburgs Trainer Christian Streich und der ehemalige Bundesliga-Coach Andres Jonker, der auch viel Erfahrung im Nachwuchsbereich hat, die beiden nehmen die Clubs in die Pflicht.
Taktische Finesse, technisch auf hohem Level ausgebildet. Zwei Hauptaspekte in der Jugendausbildung beim DFB und den Bundesliga-Clubs. Christian Streich setzt auf einen weiteren wichtigen Ansatz bei der Nachwuchsarbeit in Deutschland. Ich glaube, der Schlüssel sind Trainer, Bezugspersonen, Pädagogen. Wenn die besondere Empathie haben, das ist sehr, sehr wichtig, weil wir haben gute Fußballer. Und dann noch das fachliche Wissen natürlich, ihnen alles zeigen können. Richtige Kicker müssen das gewesen sein. Dann werden die Jungs, dann gehen die durch. Die strukturelle Ausrichtung und Stützpunktarbeit für Andries Jonker nicht das Hauptproblem in Deutschland. Vielmehr vermisst der Niederländer die Risikobereitschaft bei den Clubs, nimmt seine Arbeitskollegen in die Pflicht. Wichtig ist, dass die Bundesliga-Trainer sich zutrauen, die Talente auch die Chance zu geben. Und ich habe das Gefühl, da scheint sich etwas zu ändern. Man macht eher die Entscheidung für mehr erfahrene Spieler. Und das hat vielleicht wieder zu tun mit dem Bedarf zu gewinnen. Und das hat wieder zu tun mit Druck von außen. Aber die Trainer sind die Wichtigsten. Man muss die Jugend die Chance geben. So wie Streich. Die Drucksituation im Fußball ein wichtiger Faktor auch im Nachwuchsbereich. Höhere Geldsummen und mehr Öffentlichkeit prasseln auf junge Spieler ein. Die Entwicklung zum besonderen Charakter braucht Zeit. Einen Unterschied zu früheren Spielertypen erkennt Christian Streich dennoch nicht. Gleichsensibel. Und auch nicht besser. Aber sie sind auch nicht schlechter vom Typ. Das heutzutage, die sind verwöhnt. Ja, wer hat sie verwöhnt? Wer kauft ihnen Smartphones? Oder das? Wer kauft ihnen ein Auto mit 18? Wer macht das? Das sind doch nicht sie. Sie haben doch kein Geld, zum Beispiel. Und dann heißt es, oh ja, die sind verwöhnt und die machen. Überhaupt nicht. Die Spieler, die wir hier haben, die sind genau gleich ehrgeizig, wie wir früher waren. Und die waren vor 100 Jahren genauso ehrgeizig und sie werden es in 100 Jahren immer noch. Nur das Umfeld verändert sich und man muss schauen, was passiert. Der DFB steht auf dem Prüfstand bis hin zu den U-Mannschaften. Die Clubs ebenfalls in der Pflicht. Denn nur mit einer engen Zusammenarbeit wird der deutsche Fußball in der Zukunft wieder Erfolge wie den Weltmeistertitel 2014 feiern können.